Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Shubi und ich zeige euch heute meinen Lesemonat für den August 2020. Also, wir fangen ganz einfach an und das wäre Sister of the Stars von Mara Wolf oder Wolf, keine Ahnung, auf jeden Fall mit Doppel-O. Ich habe dieses Buch als E-Book gelesen und zwar auf Kindle Unlimited. Ich habe es gefunden und gelesen. In diesem Buch geht es um Vian, glaube ich heißt sie, die, als sie relativ jung ist, von einer Silphe gebissen wird. Diese Silphe ist halt ein Dämon und dadurch ist Vian vergiftet von diesem Dämonengift und stirbt ganz langsam. Das liegt mit daran, dass sie auch eine Hexe ist, wie ihre beiden Schwestern. Und sie wird ziemlich viel gepflegt von Ezra und verliebt sich ziemlich schnell in Ezra und muss dann aber die Stadt verlassen, weil sie halt die Chance bekommen hat, geheilt zu werden. Und verlässt dann auch Ezra in einer ziemlich peinlichen Situation und ein paar Jahre später muss sie wieder zurück in diese Stadt. Und da passieren einige Sachen, die ziemlich interessant sind. Also das Buch war echt vollgepackt mit Action, mit Romantik, mit Fantasy, total. Und ich habe wirklich geweint, ich habe mitgefiebert, ich habe mitgeliebt, ich habe mitgehasst. Ich habe wirklich super viel mitgefiebert und es hat ein sehr offenes Ende. Also es hat einen großen Cliffhanger am Ende. Der zweite Teil ist aber noch nicht draußen. Deswegen habe ich mir dann den zweiten vorbestellt, auch wirklich als Hardcover dann für zu Hause, damit ich ihn direkt lesen kann. Und da habe ich mir gleich den ersten mitbestellt, weil ich bin halt verrückt. Genau. Auf jeden Fall kann ich sehr viel weiterempfehlen. Danach habe ich gelesen Nekare von Julian, keine Ahnung, also ich werde es euch hier mal einblenden. Nekare geht es um Gabriela, glaube ich heißt sie, so ausgesprochen, die eigentlich ganz normal lebt, zu Hause mit ihrer Mutter in der sogenannten Menschenwelt und erfährt dann, dass ihr Vater, der vor Jahren abgehauen ist, ein Hexer war. Und daraufhin geht sie in eine Schule für Hexer in der Hexenwelt. Und viel weiter kann ich auch nicht erzählen, weil ich dann Spoiler, glaube ich. Auf jeden Fall geht es sehr viel um Liebe, Intrigen und darum, wie Gabriela so diese Hexenwelt erlebt und mit ihr wächst und Sachen erfährt, was mich sehr stark irritiert hat an diesem Buch. Also ich habe das auch in meinem Lesevlog ja erwähnt. Dieses Buch ist einfach sehr durcheinander geschrieben, sehr, also man kann es nicht so gut verstehen. Ich musste aber weiterlesen. Also ich konnte nicht nach dem ersten Teil aufhören, weil es einfach so viele Cliffhanger gab und man trotzdem wissen wollte, wie es weitergeht und wie es mit den Charakteren weitergeht. Also ich kann es nicht unbedingt empfehlen. Ich habe zwar die fünf Bände diesen Monat gelesen, es gibt insgesamt 6, aber nach dem 5. findet ein Ende statt und dann wollte ich nicht mehr den 6. anfangen, weil eben ich kann es nicht empfehlen. Also es tut mir ja leid, also es tut mir wirklich sehr leid, aber ich mag diesen Schreibstil nicht und ich finde, es ist viel zu kreuz und quer und also in manchen Stellen ist Gabriela sehr weit vom Denken her, also so als wüsste sie manche Sachen, die sie gar nicht wissen kann und an manchen Stellen ist sie sehr zurückgeblieben, wo man sich so denkt, das weißt du doch schon längst und solche Sachen. Da ist, glaube ich, was beim Schreiben durcheinander geraten und das fand ich nicht so gut zu lesen, also ich konnte echt nicht gut weiterlesen. Nach Nekare habe ich die Twilight-Bücher gelesen. Zu den Twilight-Büchern sage ich garantiert genug in meinem 24-Stunden-Lesen-Challenge. Und ich glaube, es weiß auch jeder, worum es in Twilight geht. Ich habe die Filme übrigens immer noch nicht geguckt, das wollte ich eigentlich tun. das werde ich jetzt wahrscheinlich bald machen. Nach Twilight habe ich gelesen die
Everflame-Reihe von Josephine Angelini. Ich habe von ihr die Göttlich-Verdammt-Reihe geliebt und deswegen habe ich die Reihe angefangen. Den ersten Teil habe ich ja auch in meiner 24-Stunden-Lese-Challenge gelesen. Den zweiten habe ich da auch schon angesprochen, den dritten. Ich mag die Reihe ultra gerne. Also ich finde, sie war super gut zu lesen. Und ich finde, dass die Liebesgeschichte, die ich im ersten vielleicht noch gar nicht so tiefgründig fand, sich im zweiten und dritten so unglaublich viel weiterentwickelt. Es entwickelt sich alles so unglaublich viel weiter. Es passieren Handlungen, die man gar nicht richtig nachverfolgen kann. Ich werde euch nochmal ganz kurz sagen, worum es geht. Also es geht um die 17-jährige Lilly. Sie wohnt in Salem und hat einige Allergien und dadurch sehr häufig sehr hohes Fieber und solche Sachen und steht schon ziemlich auf Messers Schneide, ob sie noch lange überleben wird. Und durch einen tragischen Vorfall wird sie halt von einer Stimme in ihrem Kopf gefragt, ob sie denn nicht in eine andere Welt kommen möchte. Und in dem Augenblick sagt sie ja und kommt in dieses andere Salem, in dem sie zwar die Person vom Gesicht her kennt, aber in dem halt nicht so ist wie in ihrem Salem. Also sie ist plötzlich in einer Welt, in der Magie existiert, in einer Welt, in der alles ziemlich mittelalterlich erscheint und muss sich da ziemlich schnell, ziemlich stark zurechtfinden und ist auch häufiger an der Schwelle des Todes, ganz einfach, weil sie halt in Machtkämpfe hineingezogen wird, in die sie eigentlich eigentlich gar nicht involviert ist. Und ich finde es ziemlich toll geschrieben und ich kann immer noch nicht sagen, welche Reihe ich besser finde, Göttlich Verdammt oder Everflame, aber beide haben eindeutig ihre Stärken. Danach habe ich gelesen, und das ist jetzt nur ein kleiner Einschub, Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Das war im Schulbuch, also das habe ich auch nur gelesen für die Schule. In dem Buch geht es um einige Jugendliche, die auf die Autorität in Erziehung und Schule treffen und außerdem über die Nichtaufklärung von Sexualität. Also es ist ein historischer Roman, kleines Drama. Es hat, glaube ich, nur insgesamt 70 Seiten. Ich schaue mal nach. Insgesamt 77 Seiten wirklichen Text und danach ist das nur noch Anhang in diesem Büchlein hier. Und ja, ich würde sagen, alle, die das in der Schule lesen, lesen das in der Schule, aber ich würde es jetzt nicht für zu Hause weiterempfehlen für Leute, die sowas lesen, was ich auch lese. Danach habe ich gelesen und das war ziemlich lustig, nämlich Bookless 1, 2 und 3 habe ich gelesen. Und ich sage deswegen lustig, weil diese Bücher hier riechen garantiert noch komplett neu, weil ich habe die nicht so gelesen, ich habe sie als E-Bücher gelesen. Ich glaube, sonst hätte ich sie auch diesen Monat nicht gelesen, weil ich war diesen Monat sehr auf dem E-Book-Trip, werdet ihr auch in meiner Statistik noch sehen. Und deswegen habe ich Booklist auch nur gelesen, weil die Booklist-Reihe bei Kinder Unlimited existiert. Und genau. Und das hier ist Booklist 1, Wörter durchfluten die Zeit. Und in Booklist geht es um die 17-jährige Lucy. Die hat ein ziemlich merkwürdiges Mal auf dem Handgelenk und ist eigentlich in ein Waisenkind. Und nimmt innerhalb ihres Studiums ein Praktikum bei einer Bücherei an, in der sie dann in ein Archiv kommt und dort in dieser Bücherei lernt sie dann Nathan kennen und die Bücher, weil die Bücher fangen plötzlich an mit, also die Bücher reden schon immer mit ihr, aber da fangen plötzlich merkwürdige Sachen an mit den Büchern zu passieren und die Bücher sagen ihr, dass eigentlich nur sie etwas dagegen unternehmen kann. Und es ist so interessant geschrieben. Also es passieren sehr viele Sachen, die man nicht erwarten würde zwischen den drei Bänden. Und die Liebesgeschichte geht sehr tief in diesen Bänden.
Was mich ein bisschen irritiert hat, ich hätte gerne noch einen zusätzlichen Band gehabt nach den dreien, wie die Geschichte quasi nach der ursprünglichen Geschichte weitergeht. Aber es hält sich in Grenzen. Also ich kann auch damit leben, mit dem Ende. Und die vorletzten Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe, sind Dark Elements 1 und 2 von Jennifer Armentrout. Dark Elements habe ich auch auf Kindle Unlimited gelesen und dachte mir so, okay, ich wollte diese Bücherei schon immer lesen. Ich habe sie aber nicht im Schrank stehen. Ich habe gesehen, es gibt Teil 1 und Teil 2, dann gibt es sicherlich die ganze Reihe auf Kindle Unlimited. Als ob. Nee, gibt's nicht, natürlich nicht. Es gibt nur die ersten zwei Bände, die ich jetzt in der Hand habe. Ich habe auch mir daraufhin jetzt die anderen Bücher gekauft und habe damit jetzt die vier Bände. Ich glaube, inzwischen gibt es sogar einen fünften Teil seit diesem Jahr, aber ich habe mir erstmal die ersten vier Bände gekauft. In Dark Elements geht es um Layla und Layla ist eine Halbdämonin, Halbwächterin. Das ist wichtig, denn es gibt in dieser Welt, in Dark Elements, gibt es die sogenannten Wächter. Das sind Gargoyles, also normale Menschen, die sich quasi in so eine Art Steinstatuen verwandeln können. Sie sind dann nur keine nicht immer nur Statuen, sondern können sich halt auch bewegen. Genau, und die Gargoyles, die jagen eigentlich Dämonen, aber Layla wohnt bei diesen Wächtern und muss sich auch im normalen Leben zurechtfinden. Also sie ist die Einzige, die dann auch in die Schule geht, weil sie halt nur zur Hälfte Wächterin ist. Sie kann halt nicht in menschlichen Kontakt treten, also besonders Leute nicht küssen, denn als Dämon saugt sie Leuten die Seele dann aus und das will sie auf keinen Fall. Und dann ist sie ganz verliebt in Zane. Zane ist ihr, sagen wir, Adoptivbruder. Also der ist ein Wächter und der Sohn des Wächtermeisters in diesem Haus. So heißt das wahrscheinlich nicht, aber des Wächtermeisters in diesem Haus. Und sie haben zusammen Layla aufgenommen und Layla kann sich ihm halt auch nicht nähern, weil sie ihm halt die Seele aussaugen würde. Und bei einem Streifzug gerät sie halt in Gefahr und wird dann von einem Dämon gerettet. Und damit wird eigentlich die richtige Geschichte erst losgetreten, weil sie dann natürlich herausfinden muss, für sich selber auch, warum sie denn von einem Dämon gerettet wird, weil sie normalerweise eigentlich alle Dämonen für böse hält. Und die Geschichte ist so unglaublich interessant, hat mich so unglaublich mitgerissen. Und es gibt nach jedem Teil einen Cliffhanger. Und deswegen musste ich mir auch alle Bände kaufen. Also wahrscheinlich werde ich nächsten Monat die restlichen auch lesen. So, und die letzte Bücherei, die ich diesen Monat gelesen habe, waren auch wieder E-Books auf Kindle Unlimited. Ich habe diesen Monat sehr viele E-Books gelesen. Und zwar Die Rückkehr der Engel ist der erste Teil, aber dann gibt es noch der Zorn der Engel und das Buch der Engel. Alles drei von Mara Wolf. Wie auch das erste Buch, das ich euch vorgestellt habe. Und genau das ist auch der Grund, warum ich diese Reihe gelesen habe. Und boah, diese Reihe, die hat mich diesen Monat fertig gemacht. Wirklich echt fertig gemacht. Denn, also in der Reihe geht es um Moon. Und Moon lebt in einer Stadt, sie lebt in Venedig. Und in Venedig kam es vor einigen Jahren dazu, dass die Engel aus ihren Himmeln kamen und Venedig bevölkerten. Und haben um Venedig auch eine Mauer gebaut, also niemand kommt aus Venedig raus. Und haben dann ihre so ganz eigenen Spiele veranstaltet, die nicht gut für die Menschen waren. Also es sind einige Menschen gestorben, es sind natürlich auch Engel gestorben, aber viel mehr Menschen. Und zwei dieser Menschen sind mit Moon verwandt, und zwar ihre Eltern. Und Moon wird halt früh von ihrer Mutter ausgebildet, gegen die Engel zu kämpfen und muss das auch tun, um ihre Familie zu ernähren, ihre Geschwister. Und sie schlägt sich so ganz gut durch,
bis sie halt von den Engeln auch wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich ein Todesurteil in Venedig. Du darfst auf keinen Fall von Engeln wahrgenommen werden, weil dann werden sie dich herausfordern. Und dann kommt die Geschichte richtig stark in Gang und ich bin echt verzweifelt. Also im ersten Band habe ich Rotz und Wasser geheult, wortwörtlich, und war sowas von fertig und musste direkt den zweiten anfangen. Und am nächsten Tag war ich beim zweiten fertig und ich habe wieder Rotz und Wasser geheult und habe mich so gefragt, wie hat Mara Wolf es geschafft, dass ich nicht nur in ihrem Sister of the Stars, sondern jetzt auch in Rückkehr der Engel so unglaublich viel weinen muss und trotzdem so unglaublich viel lachen muss und total mitgenommen werde. Und ich weiß es bis jetzt nicht. Und dann habe ich nach dem zweiten Teil, habe ich mir halt so gedacht, okay, jetzt kann es doch eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Ich bin ja schon so unglaublich verheult. Und habe dann den dritten noch angefangen, weil jeder dieser Bände endet natürlich im Cliffhanger. Und deswegen habe ich immer noch den nächsten Teil angefangen ein bisschen. Das geht dann noch, weil da ist ja noch nicht so die explosionsartige Spannung da. Und am Ende des dritten Teils habe ich gelacht aus Erleichterung, dass es fertig war. Und dabei habe ich diese Reihe gefeiert. Also auch beim dritten habe ich wieder geweint und oh, ich habe so mitgefiebert. Und ich kann diese Reihe echt empfehlen. Also das war echt mein Highlight diesen Monat, war diese Reihe, weil ich echt fertig war und trotzdem so unglaublich glücklich, dass es... Ich habe mich gefühlt, als wäre ich schwanger und hätte Stimmungsschwankungen. So ungefähr hat es sich angefühlt, dieses Buch zu lesen, weil ich so unglaublich viele verschiedene Emotionen empfunden habe, während ich dieses Buch gelesen habe. Also, es war echt zum Verrücktwerden. Und damit habe ich auch eine weitere Lieblingsautorin dazu gewonnen, und zwar Mara Wolf. Und werde auch weiterhin Bücher von ihr lesen, weil zum Beispiel Booklist ist auch von Mara Wolf. Also, ich habe diesen Monat sehr viel von ihr gelesen. Und jetzt kommen wir zu meiner Statistik, wie immer hier eingeblendet. Also ich habe insgesamt 23 Bücher gelesen. Davon habe ich 4,3 Sterne allen gegeben. Das ist trotzdem noch relativ gut. Und für jedes ungefähr einen Tag gebraucht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, an meinem 24-Stunden-Lesetag habe ich ganze 4 Bücher in 24 Stunden gelesen, also an einem Tag. Aber dafür habe ich natürlich für andere mehr als einen Tag gebraucht. Dann habe ich eine Bewertung abgegeben von 15 Büchern mit 5 Sternen, 6 mit 3 und 2 mit 4 Sternen. 3 Sterne sind bei mir schon relativ schlecht, aber das waren zum Beispiel auch 5 Nekare-Bücher, die dann einfach auf 3 Sterne gefallen sind. Und meine Bucharten. Also, ich habe insgesamt 14 E-Books gelesen. Ich habe gesagt, diesen Monat war sehr E-Book-lastig. Und insgesamt 9 Hardcover- und Taschenbücher. Und trotzdem, ich hatte, habt ihr ja vielleicht gesehen, ich hatte fast die meisten Bücher sogar da als Bücher. Aber irgendwie konnte ich sie diesen Monat nicht richtig lesen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!